Hey Leute, heute zeige ich euch den Mollader vom AK Kappenberg. Hinkommen wir dabei von der Seite kappenberg.com, wo wir hier auf das lustige Baumännchen tippen. Und hier haben wir den JS Moll, den wir hier mit der grünen Taste starten. Und nun müssen wir uns nur noch entscheiden, für was wir uns die Molekülstruktur angucken. Und dafür können wir hier oben suchen. Nehmen wir zum Beispiel Chlor eintippen und dann wird alles markiert, wo Chlor drin vorkommt, aber das ist immer noch ein bisschen viel, deswegen schränken wir die Suche noch ein bisschen weiter ein. Jetzt haben wir nur noch zwei zur Auswahl, können wir ein gut eins nehmen. Und jetzt haben wir hier zwei Chlortoluol. Und hier können wir den Benzolring sehen, der mit Doppelbindung dargestellt ist, da die delokalisierten Elektronen hier nicht dargestellt werden können. Die C-Atome sind hier grau, die Wasserstoffatome sind weiß und das Grüne ist das gebundene Chloratom. Um das größer oder kleiner zu machen, kann man hier am rechten Rand entlang schieben, dann wird es größer und kleiner. Und hier unten kann man sich die Ansicht nochmal verändern. Man kann zum Beispiel eine Stäbchenansicht machen, kann es gefüllt machen oder in Drähten sich angucken. Und dabei kann man dann auch noch Orbitaldarstellung machen, wo dann die Van der Waals-Radien punktuiert um die Atome dargestellt werden. Je nach Browser kann man es anders schließen, entweder auf dem Zurückfall oder das ganze Fenster schließen. So ist so gut. Der Film hat Ihnen einen ersten Eindruck von den Möglichkeiten dieser App für das Üben und Vertiefen der Kenntnisse zu diesem Themenbereich vermittelt. Sie können sich aber auch selbst intensiv mit der App beschäftigen. Rufen Sie dazu www.kappenberg.com auf und tippen Sie auf Chemiebaukasten. Für Chemielehrer gibt es eine zusätzliche Möglichkeit, mit der App zu arbeiten, mit dem Teacher's Helper. Mit dem kann man ganz einfach ein chemieraumeigenes WLAN aufbauen. Der Lehrer kann mit dem Teacher's Helper die Aufgabe und sogar den Schwierigkeitsgrad vorgeben und die Schüler können mit ihren Smartphones oder Tablets diese bearbeiten.